Das Beste zum Schluss. Wir bedanken uns für ein sensationelles Jahr 2015. Mit vielen Aktionsangeboten und herausragenden Einkaufsvorteilen. Bis zu 30% auf alle Möbelneubestellungen. Und beim Küchenkauf bis zu 50% Rabatt. Zusätzlich sogar die 0% Finanzierung. Das heißt, keine Zinsen und keine Gebühren. Nutzen Sie unsere kostenlose termingerechte Lieferung, kostenlose Montage durch unsere Profis und kostenlose Entsorgung Ihrer alten Möbel. Besuchen Sie uns auch zwischen den Feiertagen und erleben Sie die besonderen Angebote in allen Abteilungen. Möbelzentrum Großreschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Hier kommt eine Bank, die jeder versteht. Zukunftsweisend durch innovativstes mobiles Banking. Was hast du denn da? Die App von dieser Bank. Das kann ich alles. Ich alles. So, Meister, fertig Ihre Bank. Aber die heißen doch gar nicht Bank. Sparkasse. Der Unterschied beginnt beim Namen. Kann ich deine Nummer haben? Wichtiges sollte man nicht aufschieben. Genau wie die Sparkassen-Altersvorsorge. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Silvester-Drehscheibe am 31. Dezember. Der Jahreswechsel ist die Zeit, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und einen Blick auf das Neue zu werfen. Ganz ähnlich ist das auch bei Sachsens Politikern. Mein Kollege Jonathan Wosch hat sich dazu im Landtag umgehört. Menschen aus ganz Sachsen feiern den Jahreswechsel. Aus politischer Sicht blickt der Freistaat auf ein Jahr geprägt von kontroversen Debatten und großen Herausforderungen zurück. Im Sächsischen Landtag haben wir die Abgeordneten gebeten, einmal Bilanz zu ziehen zum politischen Jahr 2015. Es ist das Jahr der Asyl- und Flüchtlingspolitik gewesen und das hat zwangsläufig vieles überlagert, wobei wir natürlich vielleicht etwas unbemerkt von der Öffentlichkeit eine ganze Menge anderer Themen auch bearbeitet haben. Wir haben vor allen Dingen auch gesehen, wie viel ehrenamtliches Engagement, wie viel Zivilgesellschaft leisten kann und wie viele Menschen auch etwas gegen die Anfeindung, gegen die Demokratiefeinde entgegenstellen können. Ich habe natürlich aber auch große Skepsis und Ablehnung erlebt und diese Skepsis und Ablehnung zu bearbeiten, mit den Menschen darüber zu sprechen, über die Ursachen zu sprechen und politisch alles dafür zu tun, dass das verringert wird. Das ist unsere größte Herausforderung im Moment. Für mich persönlich, sag ich mal, habe ich, denke ich mal, politisch relativ viel erreichen können. Aber die großen Themen, die wir eigentlich bewältigen wollten, wie Bildung, sind ein bisschen, sag ich mal, ins Hintertreffen gelandet. Für den Landtag muss ich sagen, es war 2016 eine sehr spannende Zeit. Wir haben viel gelernt. Wir sind jetzt ganz klar in der Sacharbeit angekommen. Wir sind in den Ausschüssen dabei. Wir haben Anhörungen mitgemacht. Wir haben die ersten Anträge selber eingebracht und freuen uns natürlich, dass wir jetzt sicherer geworden sind in dieser Arbeit. Die Asylsituation und daraus resultierend die Integration der vielen Flüchtlinge in Deutschland und Sachsen sehen die Politiker auch für das anstehende Jahr als größte Herausforderung. Wir haben die Landtagsabgeordneten außerdem gebeten, einen Ausblick darauf zu geben, welche weiteren Themen uns im politischen Jahr 2016 beschäftigen werden. Ich befürchte, dass wir uns 2016 doch wieder deutlicher mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr beschäftigen müssen, weil ich glaube, dass wir uns da mit Syrien was ans Bein gebunden haben, was uns viele Probleme bereiten wird und ähnliche Sachen werden uns in der Ukraine einholen. Wir haben jetzt gerade in Paris ein völkerrechtlich bindendes Abkommen des Klimaschutzes gehabt und wir in Sachsen werden natürlich ganz stark darauf gucken, was können wir hier vor Ort machen. Wir können ganz viel vor Ort machen. Wir können mit einem ordentlichen Klimaschutzplan, den meine Fraktion ja auch schon vorgelegt hat, dafür sorgen, dass wir hier CO2 einsparen, dass wir in erneuerbare Energien umsteigen und dass wir damit auch unseren Kindern hier vor Ort eine Zukunft schaffen. Wir werden intensiver die Diskussion darüber führen müssen, wie der Gesetz
gesellschaftliche Zusammenhalt funktioniert, auch das Thema Diskussionskultur. Mein Ressort Hochschule Wissenschaft und Forschung hat ein paar große Entscheidungen vor sich. Die Exzellenzinitiative wird entschieden, die Frage, ob wir in Sachsen weiterhin sehr, sehr viele Millionen vom Bund kriegen für exzellente Forschung und natürlich auch Forscher. Es wird in meinem Bereich auch darüber geredet, wie die Hochschulen bis zum Jahr 2025 aufgestellt werden in Sachsen. Wir wollen endlich den Stellenabbau stoppen und haben dafür sehr, sehr gute Chancen. Natürlich bin ich interessiert oder gespannt auf die Krankenhausplanung 2016 und hoffe, dass wir Wege finden, die Standorte zu sichern, auch im ländlichen Bereich für die kleinen Krankenhäuser. Ein großes Thema wird natürlich das Bildungsthema sein, weil dort die Novelle des Schulgesetzes ansteht und wir jetzt schon in der aktuellen Diskussion sind mit verschiedenen Schulen, mit verschiedenen Organisationen, Kreiselternrat, Landesschülerrat und so weiter. Wir selber möchten natürlich in Hoyerswerda eine Verbesserung der Infrastruktur erreichen. Wir haben da im Stadtrat schon einige Beschlüsse gefasst, die wir natürlich jetzt mit Hilfe aller umsetzen werden. Ich denke da an die Ortsdurchfahrt Dörgendehausen, die im Jahr 2017 kommen wird. Und ich hoffe, dass die Einsteinstraße in Hoyerswerda nun endlich fertig wird. Ja, mit Blick auf Chemnitz kann ich ganz konkret sagen, dass natürlich auch die Stadt Chemnitz, die einen guten Teil schon immer an Flüchtlingen aufgenommen hat, da vernünftige Bedingungen bekommen muss, um das gut zu bewerkstelligen. Und wir haben jetzt ein Investitionspaket geschnürt, was es der Stadt Chemnitz ermöglichen wird, an der einen oder anderen Stelle auch neu zu investieren. Es wird gerade in Chemnitz diskutiert über den Neubau eines Schauspielhauses, was mich als Kulturpolitikerin natürlich sehr reizt, was ich eine wunderbare Idee finde. Und dann ist für Sachsen natürlich, glaube ich, ganz wichtig, einfach an seinem Image nicht zu feilen, das wird nicht reichen, sondern ganz deutlich auch die Signale zu senden, sei es in die wissenschaftliche Welt, sei es in die touristische Welt, denn das sind ja so die Branchen, die es am deutlichsten spüren, ein deutliches Zeichen zu senden, wir sind ein weltoffenes, ein vielfältiges, tolerantes Sachsen, was auch in so eine Zukunft gehen möchte. Wir blicken gespannt auf politische Debatten, Entscheidungen und Herausforderungen des anstehenden Jahres 2016. Unsere kleine Serie aus den Rathäusern der Region geht heute zu Ende. Nach einer kleinen Pause schauen wir zum Abschluss nach Lauta. Achtung, Elsterwelle-Hörer! Ab 1. Januar müssen Sie Ihr Radio auf UKW 103,8 oder 88,2 MHz umstellen. Wegen Senderumbau steht die Hoyerswerder UKW-Frequenz 102,8 voraussichtlich bis Februar nicht zur Verfügung. Also ab 1. Januar die Elsterwelle vorübergehend nur auf UKW 88,2 und 103,8 MHz zu empfangen. Kommen Sie gut und stressfrei ins neue Jahr. Das wünschen Ihnen Ihre Entsorgungs- und Recyclingunternehmen HLD, Hoyerswerda, Landhandelsdienste und Glaukon Containerdienst. Seien Sie gewiss, auch im kommenden Jahr sind wir Ihre Nummer 1 für eine saubere Umwelt. Bitte beachten Sie auch die geänderten Entsorgungszeiten zum Jahreswechsel. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Hallo liebe Zuschauer, zum Schluss unserer kleinen Serie sind wir im Rathaus in Lauta. An meiner Seite Bürgermeister Frank Lehmann. Auch bei Ihnen natürlich die erste Frage ins Private. 2015, wie war es für Sie? Ja, ein sehr spannendes Jahr für mich persönlich mit großen persönlichen neuen Herausforderungen. Es hat ein neuer Lebensabschnitt für mich begonnen, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Und ja, es ist ein ganz spannendes, interessantes Jahr gewesen. Hat man sowieso nicht so häufig, aber
ich habe mich sehr darüber gefreut. Es gehen sehr spannende 12 Monate zu Ende. Wie sieht es eigentlich aus? Welche Themen, welche Ereignisse waren für Lauter im fast zu Ende gegangenen Jahr wichtig? Ja, also ich denke vor allen Dingen die Veranstaltungen rund um das Jubiläum 50 Jahre Stadtrecht, die waren sehr entscheidend gewesen mit dem schönen Stadtfest. Ich denke, das war eine Sache, die unserer Bürgerschaft gut getan hat, die allen Einwohnern gut getan hat, die auch denjenigen gut getan hat, die sich an irgendwelchen Stellen dort auch beteiligt haben. Es war ein großes Engagement, bin ich sehr dankbar dafür. Es waren 3 tolle Tage. Ja, darüber hinaus, der Haushaltsplan wurde verabschiedet für 2015-16, war auch eine wesentliche Weichenstellung, die wir dort auch wieder finanzpolitisch eingeschlagen haben und auch für die Prioritäten in der nächsten Zeit. Die Dinge, die in der Stadt werden sollen mit den ja arg gebeutelten Finanzen, die wir nun mal haben. Trotzdem das Beste daraus zu machen, ist nicht einfach, aber wir haben das, denke ich, in einer guten Art und Weise getan. Das gilt es umzusetzen. Darüber hinaus die Thematik rund um das Thema Asyl. Natürlich, das ist so. Also wir hatten ja nun die ersten 2 Einwohnerversammlungen zu der Thematik gehabt und sind recht emotional verlaufen. Das war aber auch vorherzusehen bei dieser Problematik, die ja keine ganz einfache ist, aber hier, wo ich uns auch als Stadt Lauter mit in der Verantwortung sehe, also Menschen, die zu uns kommen aus Flucht und Vertreibung, zu helfen. Allerdings sehe ich auch die große Politik immer wieder hier gefordert, dort eben auch irgendwo zu sagen, die Dinge, die wir leisten können und die uns vielleicht auch überfordern, das muss man auch klar benennen dürfen. Aber wir wollen hier als Stadt Lauter unseren Beitrag sehr gern leisten und werden dies auch tun in enger Abstimmung mit dem Landkreis. Ja, also das sind die wesentlichen Dinge dort an der Stelle erst einmal, die vielleicht so zu sagen sind. Vielleicht noch eine Sache, also überhaupt erst einmal hier jetzt durch den neuen Chef im Rathaus, die Arbeit zu Beginn, ja doch der Stil in ein oder anderen Sachen sicherlich anders. Das ist ganz normal. Jeder hat so sein eigenes Herangehen an die Dinge. Das sind einige Sachen, die mir jetzt so einfallen würden. Große Herausforderung aus diesem Jahr oder Dinge, die geworden sind. Wie sieht es eigentlich aus? Worüber haben Sie sich gefreut oder gegebenenfalls sogar geärgert? Ja, also ich habe mich natürlich sehr gefreut, das können Sie sich sicherlich denken, über den großen Vertrauensvorschuss, den ich seitens der Bürgerschaft bekommen habe am 15. März bei der Wahl zum neuen Bürgermeister hier in der Stadt Lauter mit den Ortsteilen. Also es ist riesig gewesen, das muss ich so sagen, hatte ich in keiner Weise so erwartet. Hat mich sehr gefreut, hat mich auch gekräftigt für das Amt. Also das ist manchmal kein leichtes. Das weiß ich, war mir aber im Vorfeld durchaus bewusst, dass das so ist und bin sehr dankbar darüber. Dann darüber hinaus gefreut, ja, also gefreut habe ich mich auch über die gute Aufnahme im Rathaus bei meinem neuen Kollegium. Also das ist auch nicht selbstverständlich, also ich nehme es als keineswegs selbstverständlich hin, bin sehr herzlich aufgenommen worden und die gemeinsame Arbeit hat gut begonnen und gefreut auch über die ersten sehr konstruktiven und guten Beratungen in den Stammtischen mit den Vereinen und den Unternehmern zusammen. Eine Sache, die ich ja auch neu eingeführt habe, jetzt in meiner Amtszeit, die ja noch recht jung ist. Und es macht einfach Spaß, auf Augenhöhe mit denjenigen, welchen, die sich hier an verschiedensten Stellen einbringen, sei es beruflich, sei es durch ihr Ehrenamt im Verein, eben dort auf Augenhöhe zu kommunizieren, versuchen, das ein oder andere gemeinsam auf die Wege zu bringen. Ja, geärgert habe ich mich natürlich auch über eine Sache im Speziellen. Das ist jetzt erst vor kurzem gewesen. Und zwar, die Vandalen haben leider gehaust im Stadtpark Lauter. Dort ist im Bereich des Spielplatzes einiges kaputt gegangen. Unter anderem wurde eine Bank komplett demoliert und auch haben dort Autofahrer eben gemeint, sie könnten diesen Park oder könnten diesen Spielplatz als eine Rallye missbrauchen. Entsprechend tiefe Spuren auch im Gras und so weiter. Also das ist einfach eine Sache, die ist höchst unschön und hat mich mit tiefen Befremden eben auch erfüllt. Und ich kann dort nur sagen, also ich kann nicht verstehen, warum die Menschen so etwas tun. Wir versuchen ja nun gerade durch unsere aktuellen Bemühungen, dem Stadtpark wieder etwas mehr Leben einzuhauchen. Und gab es ja auch eine Einwohnerversammlung im Spätherbst. Es hat mich einfach mit tiefem Ärger erfüllt, das muss ich so sagen. Diese Dinge dort eben hören zu müssen, hat mir meine Kollegin aus dem grünen Bereich Frau Weiß mitgeteilt. Und es bleibt hoffentlich bei einer einzelnen Sache dort und wird sich nicht wiederholen. Das kann ich mir nur wünschen. Also ich finde dafür keine Worte. Das hat mich sehr geärgert. Ansonsten kleinere Dinge, aber die braucht man jetzt hier nicht unbedingt erwähnen. Wie sieht es eigentlich aus 2016? Was muss an Problemen angegangen werden?
Ja, 2016 wird auch wieder ein interessantes, spannendes Jahr. Wir haben schon wieder die nächste Haushaltsplanung vor der Tür. Das ist natürlich ein Thema. Dann für 2017-18 wird es losgehen. Dafür brauchen wir einige Vorarbeiten. Unter anderem das Gebäude- und Sportstättenkonzept ist weiter zu bearbeiten und fortzuschreiben. Wir müssen uns von dem ein oder anderen Gebäude definitiv trennen, auf kurz oder lang. Wir können hier diesen Bestand an Gebäuden so nicht aufrechterhalten. Das werden wir nicht leisten können. Darüber hinaus brauchen wir selbstverständlich auch für die künftige Arbeit in Rathaus und Bauhof ein grundsätzliches neues Herangehen, konzeptionell. Also ich bin gerade persönlich dabei, mit den Amtsleitern zusammen mir Gedanken zu machen über ein Personalstruktur- und Entwicklungskonzept. Wir müssen definitiv jetzt auch die Gelegenheit eben ergreifen, hier, die sich nun eben bietet, weil ja uns in den nächsten Jahren einige Beschäftigte altersbedingt verlassen werden, eben zu schauen, wo kann man das ein oder andere vielleicht in der Verwaltung neu strukturieren, wo können wir die Verwaltung zukunftsfest aufstellen im Bereich der Aufgabenerfüllung, aber eben auch rein personell, also welche Menschen werden dann die Aufgaben erfüllen. Ja, also ich werde auch weiter auf den bewährten Stamm zurückgreifen können, dafür bin ich sehr dankbar, aber punktuell wird es auch Verstärkungen brauchen. Allerdings ist auch klar, das habe ich auch in der Personalversammlung deutlich gemacht, alle Stellen 1:1 nachbesetzen werden wir keinesfalls können. Es wird zu einigen Neustrukturierungen kommen müssen, aber davor braucht keine Angst haben. Ich denke, das werden wir in großer Gemeinsamkeit angehen und in einer vernünftiger Art und Weise. Aber wir werden auch hier punktuell von hier und da auch von außen neue Beschäftigte benötigen. Wir werden auch das Thema der Auszubildenden im nächsten Jahr angehen. Das ist auch mir sehr wichtig, dass wir auch versuchen, ab dem nächsten Jahr wieder unserer Verantwortung als Ausbildungsbetrieb gerecht zu werden. Und wenn ich mir beispielhaft mal den Bereich der Amtsleiter anschaue, wo ich in den nächsten Jahren ja auch große Veränderungen sehe, weil mich die Damen und Herren dann irgendwann eben auch ruhestandsbedingt verlassen. Auch hier brauchen wir entsprechende Nachfolgeregelungen. Wir werden also auch hier mit jungen Leuten sprechen müssen, also auch die Kontakte in die Hochschullandschaft, gerade auch in die Fachhochschule nach Meißen eben verstärken müssen, um auch von der Seite her neben der Möglichkeit auch verwaltungsintern einen Bewährungsaufstieg zu haben, um da auch wieder zu guten Lösungen zu finden und dann die Mannschaft wieder für die Zukunft aufzustellen. Also es bleiben große Herausforderungen, definitiv, ja. Genau, also das sagte ich jetzt gerade und darüber hinaus die Thematik Asyl bleibt uns natürlich weiter erhalten. Das ist klar, das geht im nächsten Jahr fort und wir werden dort hoffentlich dann auch im nächsten Frühjahr ein gut funktionierendes Asylbewerberheim beim Herrn Scheer eben einweihen können. Also ich sage hoffentlich, weil wir wollen eins vermeiden, dass Turnhallen, Schulsporthallen für Flüchtlinge, Asylbewerber eben benutzt werden müssen. Das wollen wir nicht, das will auch der Landkreis nicht, dafür bin ich auch sehr dankbar und wir wollen ja im Übrigen auch den Schulsport und den Vereinssport hier in keiner Weise beeinträchtigen und daher gilt es eben, andere Lösungen in einer guten Art und Weise aufzustellen, immer auch unter der Prämisse, dass auch die Integration hier vernünftig gelingen muss, das ist klar. Das bleibt eine große Aufgabe, aber hier bin ich auch der freiwilligen Initiative, die sich schon gegründet hat, sehr dankbar. Ganz kurz, die Investitionsschwerpunkte 2016 liegen wo? Ja, also es ist relativ überschaubar. Wir haben ja Finanznöte, wie Sie wissen, aber wir werden im Straßenbaubereich wieder einiges angehen, also unter anderem der zweite Bauabschnitt der Puschkinallee ist angedacht. Darüber hinaus eventuell Straßenbaumaßnahmen am Markt in Lauter-Nord, das ist noch nicht 100% raus, da wird es nochmal eine Begehung vorher mit dem Technischen Ausschuss geben. Wir werden mit der Koppischule weiter fortfahren, die Abarbeitung des Brandschutzkonzeptes soll fortgeführt werden. Wir werden dort erstmal im nächsten Jahr vorläufig an den Endpunkt gelangen. Weitere Maßnahmen bedarf es dann noch einer neuen Einjustierung und Einstimmung in die entsprechenden Haushaltspläne. Soweit sind wir da noch nicht. Und es wird auch im nächsten Jahr ebenfalls dort oben an dem Areal die Turnhalle eine Maßnahme erfahren, die Turnhalle an der Koppischule, und zwar ist das Dach zu erneuern. Ja, also da regnet es wirklich immer mal rein, gerade bei Starkregenereignissen. Das sind so einige ausgewählte größere Investitionen, die wir im nächsten Jahr vorhaben. Ist nicht alles, aber die wesentlichen habe ich genannt. 2016, worauf freut sich der Privatmann Frank Lehmann besonders? Der Privatmann Frank Lehmann, also er freut sich und hofft, auch weiterhin gesund und munter zu bleiben und optimistisch, damit er den Aufgaben, die sehr vielfältig sind, auch weiter gut gerecht werden kann. Er freut sich darüber hinaus auf ein weiterhin hoffentlich gutes Hineinwachsen in das neue Amt und er freut sich selbstverständlich auch über ein weiterhin so erfülltes Privatleben und hat sich auch in diesem Jahr einiges sehr Positives getan und so habe ich die Hoffnung, so möge es weitergehen. Dann kann ich mich diesem Wunsch ja bloß anschließen und ich danke Ihnen fürs Gespräch. Vielen Dank auch. Weiter geht es jetzt bei uns mit den Kurznachrichten des Tages.
Der Besuch im Hoyerswerda-Lausitzbad wird ab Freitag teurer. Wie angekündigt, steigen die Preise für Erwachsene pro Tarif um 50 Cent. Für die Familienkarte im Bad wird 1 Euro mehr fällig. Im Saunabereich sind es 1,50 Euro bzw. 3 Euro für Familien. Die Preise in allen Tarifen sind auf der Homepage lausitzbad.de veröffentlicht. In der ersten Januarwoche beginnt die Weihnachtsbaumentsorgung im Landkreis Bautzen. Plätze dafür sind an den Restmüll- bzw. Biotonnen. Die Entsorgung im Stück ist bis zu einer Größe von 1,50 Meter möglich. Größere Bäume müssen entsprechend zerkleinert werden. Ebenfalls zu beachten ist, dass die Weihnachtsbäume möglichst restlos abgeputzt werden müssen. Die Abholung ist bis zum 31. Januar über die Müllentsorger des Landkreises gesichert. Das ostsächsische Handwerk zieht positive Bilanz zum Jahresende. Aufgrund der anziehenden Konjunktur sei man gut aufgestellt, erklärt Handwerkskammerpräsident Jörg Dittrich. Allerdings wird die Fachkräftegewinnung auch 2016 eines der dringenden Themen sein. Das aktive Werben um Abiturienten und Studienaussteiger für eine Ausbildung im Handwerk muss intensiviert werden. Auch die Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern wird das Handwerk beschäftigen. Allerdings gehe es vorerst um den Erwerb der entsprechenden Sprachqualifikationen, bevor eine Ausbildung oder Beschäftigung aufgenommen werden kann, so Dittrich weiter. Das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Mit mehr als 155.000 Zuschauern konnte man die Besucherzahlen um fast 5.000 zum Vorjahr steigern und somit auch einen neuen Rekord aufstellen, informiert Intendant Lutz Hillmann. Insgesamt 948 Veranstaltungen wurden in und außerhalb des Hauses durchgeführt. Einer der Höhepunkte 2016 ist das 9.6. Theatertreffen. Alle zwei Jahre kommen die Stadt- und Staatstheater aus dem Freistaat mit aktuellen Inszenierungen zusammen. 5 Tage lang erhält das Publikum somit einen einmaligen Einblick in die Vielfalt der sächsischen Theaterlandschaft. Vom 18. bis 22. Mai findet die Leistungsschau in Bautzen statt. Mit dem neuen Jahr tritt in Sachsen die Rauchmelderpflicht in Kraft, allerdings gilt sie vorerst nur für Neu- und Umbauten. Vorgeschrieben ist die Ausstattung in Schlaf- und Kinderzimmern sowie Fluren, die als Rettungswege dienen. Verantwortlich für die Erfüllung dieser Pflicht sind die Bauherren bzw. Eigentümer oder Vermieter. Bei vielen ist der Neujahrsspaziergang eine Tradition. Wie das Wetter dazu wird, erfahren Sie gleich in den Aussichten. Mit diesem Expertenangebot der Woche holt ihr euch Kinoatmosphäre in euer Wohnzimmer. Dieser Samsung Smart TV hat eine Bildschirmdiagonale von 121 cm und passt damit perfekt in jedes Wohnzimmer. Durch die Full-HD-Auflösung und zahlreiche Bildverbesserungen, wie zum Beispiel der Color and Contrast Enhancer, wirkt das Bild brillant wie nie zuvor. Natürlich hat dieses Gerät auch einen eingebauten Triple-Tuner und ihr könnt euer Programm über Satellit, Kabel oder DVB-T empfangen. Durch eine WLAN-Verbindung habt ihr Zugriff auf den Smart Hub, über den ihr im Internet surfen oder diverse Apps abrufen könnt. Und weil hier ein Quad-Core-Prozessor eingebaut ist, läuft das Ganze natürlich auch sehr flüssig. Wegen der LED-Hintergrundbeleuchtung ist dieser Smart TV von Samsung besonders stromsparend und daher mit der Energieeffizienzklasse A+ zertifiziert. 4 HDMI und 3 USB-Ports geben euch genügend Anschlussmöglichkeiten für eure Geräte. Dieses Expertenangebot der Woche bekommt ihr für nur 479 Euro in allen Expert-Fachmärkten. Expert, preiswert und kompetent in Hoyerswerda, Senftenberg und in Cottbus oder unter esc-expert.de.
Werbung im Elsterwelle Fernsehen. Jetzt noch günstiger. 2:1 heißt das Motto im Januar und Februar. Das heißt, 2 Wochen werben und nur eine bezahlen. Sie können so weit mehr als 60.000 Ihrer Kunden in Kamenz, Bernsdorf, Bergen, Laubusch, Schwarzkolm und der Stadt Hoyerswerda mehrmals täglich erreichen. Anruf genügt. 03571 425 40. Hoyerswerda 425 40. Elsterwelle, wir bringen Sie ins Fernsehen. Der Lausitzer Wanderverein Hoyerswerda lädt gleich am Freitag, dem 1. Januar, zur Aktivität ein. Es geht um Lockerungsübungen mit allen, die sich auch 2016 noch selbst bewegen wollen, heißt es in der Einladung. Treff ist um 13 Uhr am Bahnhaltepunkt Neustadt in Hoyerswerda. Die Tour geht über rund 8 Kilometer und wird ca. 2 Stunden dauern. Das Lessing-Museum in Kamenz hat ab Samstag wieder geöffnet. Sie können sich dort auf einen Dialog mit Lessing einlassen und seiner außergewöhnlichen Persönlichkeit näher kommen. Museale Schaubilder zeigen auf 250 Quadratmetern Ausstellungsfläche, wie Lessing lebte, arbeitete und wirkte. Am Samstag und Sonntag ist dies von 13 bis 17 Uhr möglich. Die Stadtverwaltung und der Sportclub Hoyerswerda laden am Sonntag zum Neujahrslauf ins Sportforum in Hoyerswerda ein. Es geht über 6 Kilometer um den Pokal des Oberbürgermeisters. Daneben gibt es noch eine gut 2 Kilometer lange Strecke und einen 6 Kilometer Kurs für Walker. Start im Sportforum ist um 10.30 Uhr. Jeden Sonntag ab 14 Uhr ist Familiensonntag in der Kufa in Hoyerswerda am Markt. Es gibt Spiel- und Kreativangebote oder Familienkino oder Puppentheater und Kakao, Kaffee und Kuchen im Café Auszeit. Und das beliebteste Schaf der Welt kommt am Sonntag nach Senftenberg. Anstelle des angekündigten Films Hotel Lux zeigt die neue Bühne Senftenberg am Sonntag im Theaterkino speziell für Familien den Film Shaun das Schaf. Aus diesem Grund findet das Kino zur ungewohnten, aber familienfreundlichen Zeit statt. Der Vorhang hebt sich um 14 Uhr. Hübsch leuchten Sie, die Alpenveilchen der Familie Franke. Vielen Dank für das Foto. Wenn auch Sie ein Wetterfoto haben, dann einfach an info@elsterwelle.de schicken. Nun zum Wetter. In der Nacht sind Schauer möglich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der Neujahrstag präsentiert sich dann eher grau und trübe mit maximal 5 Grad. Am Samstag gibt es dann noch Plusgrade, es wird aber bewölkt sein. Im Tagesverlauf nimmt der Ostwind zu. Am Sonntag hält der Winter bei uns Einzug, allerdings ohne Schnee, dafür mit Dauerfrost bei Tiefstwerten um minus 5 Grad. Liebe Zuschauer, das war die letzte Drehscheibe für 2015. Im neuen Jahr melden wir uns mit einigen Veränderungen zurück, so viel kann ich schon verraten. Schalten Sie ein, es lohnt sich. An dieser Stelle begrüßt Sie dann mein Kollege Jan Kaufold. Unser gesamtes Team wünscht Ihnen einen guten Start ins neue Jahr, wo auch immer Sie feiern. Bis dahin, tschüss.